Es ist das erste Mal, dass Papst Franziskus jordanischen Boden betritt. Am Mittag landet er in der Hauptstadt Amman. Seine Reise habe ausschließlich religiöse Bedeutung, hatte der Pontifex schon vor seiner Ankunft betont. Aber an den politischen Themen wird Franziskus wohl kaum vorbeikommen. Große Erwartungen an den Papstbesuch haben vor allem die syrischen Christen, die nach Jordanien geflohen sind. In der St. Ephrem-Kirche in Amman haben hunderte Flüchtlinge Zuflucht gefunden. Der Papst, so hoffen sie, macht die Welt auf ihr Schicksal aufmerksam. Ich hoffe, dass der Papst zum Frieden aufruft. Noch wichtiger aber wäre, dass er mit Politikern und Botschaftern redet, damit sie uns endlich nach Amerika oder nach Europa auswandern lassen. Eine schnelle Lösung im Syrien-Konflikt mahnt der Papst dann auch tatsächlich an. Bei einem Treffen mit dem jordanischen König dankt er dem Land für die Aufnahme hunderttausender Flüchtlinge. Zugleich fordert der Pontifex mehr Schutz für die Christen im Nahen Osten. Ihre Verfolgung müsse endlich gestoppt werden. In diesen Minuten will der Papst im Stadion von Amman eine Messe halten. 30.000 Gläubige sind eingeladen.